Der Sieger, Lewis Hamilton. Und da zeigt er noch mal auf seinen Helm, auf Niki Laudas Namen, den er natürlich auf den Helm lackiert hat. Der Helm in den Farben von Niki Lauda. Und da ist schon David Coulthard mit dem Siegerinterview. Lewis Hamilton, your 77th victory, your third around the streets of Monte Carlo. Dein 77. Sieg hier in Monte Carlo. Die Kappe noch auf in Erinnerung an Niki Lauda. Ich nehme meine ab. Du musstest unglaublich hart arbeiten heute. Das war mit Sicherheit das härteste Rennen, wahrscheinlich jemals. Ich habe gekämpft mit dem gleichen Geist wie Niki. Das war ein Mann mit so viel Einfluss in so einem Team, der uns erst dahin gebracht hat, wo wir sind. Und jetzt wird er runterschauen und hätte auch sicherlich die Kappe abgezogen heute. Ich wollte, dass er stolz sein kann auf uns. Das war das Ziel die ganze Woche. Und ich möchte das über das ganze Jahr so weitermachen. Wir vermissen ihn wirklich, ehrlich. Also die Reifen waren tot am Ende. Seit Shanghai 2007, da hat mich McLaren das erste Mal im Stich gelassen. Also das war fantastisch, tolles Wetter, tolles Publikum wie immer. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ja, wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht. Wir haben den Funk gehört, du hast gefragt, warum diese Reifenwahl, und wir waren wirklich bei dir und haben gedacht, schafft er das über die Distanz? Ja, wie nah warst du dran, das Team zu überstimmen und zu sagen, ich muss an die Box? Das war doch wie ein Rollercoaster, wie eine Achterbahnfahrt. Nein, nein, war klar, dass ich nicht reinkommen würde. Vor ein paar Jahren, da war ich in Führung und dann kam ich rein an die Box. Ich habe es dann auch schon mal auf die Art verloren. Also ich wäre nicht reingekommen an die Box, außer beim Crash oder wenn es nicht mehr gegangen wäre. Also ich wäre auch auf den nackten Felgen rumgefahren. Also das Auto hat gar nicht mehr gedreht in den Kurven. Es war definitiv der falsche Reifen. Wenn man sieht, hinten, da wo wir uns berührt haben in der Schikane, war relativ spät im Rennen, aber wie dem auch sei, das Team hat einen unglaublichen Job gemacht. Was wir erreicht haben in den ersten sechs Rennen, ist wirklich ganz, ganz beachtlich. Und ich bin stolz, ein Teil dessen zu sein, dabei zu sein und dazu beizutragen, dass der Silberstern glänzt. Ja, der Kontakt in der Schikane, kurz ein Wort dazu, das war verdammt eng. Ja, es war eng. Gut, er hat es ganz spät versucht, nochmal reinzustechen. Ich habe ihn in der letzten Minute da noch kommen sehen. Aber ja, sein Vorderflügel war neben meinem Rad, aber er war nicht ganz vorbei. Leichte Berührung, ja, okay. Keine Angst gehabt, nein, überhaupt nicht. Ich hatte Angst, dass die Reifen nicht mehr halten. Gratulation. Sebastian Vettel, congratulations, second place. Gratulation zum zweiten Platz, Sepp. Das war wirklich ein schwieriges Wochenende, auch für dich, aber du musst zufrieden sein letztlich unterm Strich mit dem Ergebnis. Du hast irgendwie versucht, diese Mercedes-Jungs doch noch zu schlagen. Ah, das war ein hartes Rennen, um das zu managen. Hier kann alles passieren. Ich glaube, es ging eigentlich ganz gut beim Boxenstopp bei uns, aber Max muss einen ganz super Boxenstopp gehabt haben. Dann habe ich gesehen, wie die sich berührten in der Boxengasse. Dann habe ich gedacht, naja, da ist vielleicht die Chance für mich. Und ich konnte natürlich dann nutzen, dass Valtteri diesen Reifen Patzer da hatte und ein Loch im Reifen und dann mit Max Strafe, habe ich gedacht, dranbleiben. Gegen Ende des Rennens hatte ich ein bisschen Schwierigkeit, musste ein bisschen mich selber unter Druck setzen, weil ich ein Problem hatte mit den Hinterreifen. Aber ich hatte, glaube ich, nicht so viel Draining wie Lewis und Max. Bei mir war es kein Problem. Meine Reifen sind eigentlich nicht heiß geworden. Es war eher schon ein Problem, aber ein tolles Ergebnis für uns. Insgesamt auch fürs Team. Wir haben viel Arbeit noch zu tun, das wissen wir. Wir sind immer nicht schnell genug im Vergleich zu den Jungs. Viel Arbeit, die noch zu tun ist letztlich. Aber heute geht es natürlich um den Sieger auch. Gratulation an Lewis, aber es geht natürlich auch um die Erinnerung an Niki. Der wäre heute wirklich happy gewesen. Und er wird immer in Gedanken bei uns sein. Und wir werden ihn auf jeden Fall vermissen. Er war wirklich eine Ikone dieses Sports in der Vergangenheit und das wird auch in der Zukunft sein. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei ihm. Gratulation.
You push Lewis Valtteri, to a point du hast in qualifying Lewis gepusht im Qualifying. Er hat gesagt, er musste noch nie so tief graben, so viel herausholen wie in dieser Saison. Aber dieses Wochenende lief dann doch anders. Der Kontakt mit Max in der Boxengasse. Die Kommunikation mit dem Team, die war ruhig, wie immer. Trotzdem, der Pulsschlag war wahrscheinlich ganz oben, bei mir jedenfalls. Erzähl doch mal. Das ist natürlich ein enttäuschendes Wochenende für mich. Die Speed hatte ich auf jeden Fall. Ich habe mich gut gefühlt im Auto. Gestern war wirklich eine kleine Marge, die zwischen uns, die es dann heute schwierig gemacht hat. Ich musste zur gleichen Zeit stoppen wie Lewis. Ein bisschen Zeit verloren dann beim Stopp. Dann hat Max mich da erwischt in der Boxengasse. Dann hatte ich ihn dann das Leck im Reifen. Gut, du bist hinten dran, aber trotzdem kannst du jetzt noch einen Schluck Champagner schmecken. Ja, schöne Worte, die Sie da alle gefunden haben für Niki Lauda. Vor allem Sebastian Vettel hat mir sehr gut gefallen. Das übliche Szenario in Monte Carlo, da kommen die Teams nicht so nah ran an die Siegerehrung. Nur einige wenige schaffen es da durch diesen Sicherheitskordon. Dann, da sehen Sie die Band und da sehen Sie eben links und rechts die Herren in Orange, die da aufgepasst haben. Sebastian Vettel, Valtteri Bottas jetzt auf dem Weg hoch zur Siegerehrung in diesem Pavillon, der extra dafür gebaut wurde. Lewis Hamilton ist schon ein paar Stufen vor. Die anderen müssen noch einen Moment warten. Da sehe ich schon Ron Meadows. Das ist der Mann, der fürs Team mit aufs Treppchen gehen wird. Er ist der Sport Director, verantwortlich für die Regulations. Noch ein kleines Schlückchen für Valtteri Bottas und für Sebastian Vettel. Und dann geht's hoch Richtung Siegerehrung. Und Gratulationen. Sebastian Vettel kennt den Mann ja auch gut. War ja auch schon ein paar Mal auf dem Treppchen. Und jetzt Valtteri Bottas mit Charlene. Und wir warten auf die Hymnen. Der nächste Pokal jetzt für den Zweitplatzierten, für Sebastian Vettel. Ron Meadows, der den Pokal für das Team in Empfang genommen hat, könnte eine ganz, ganz tolle Sportwoche vor der Nase haben. Er wird nämlich nächste Woche in Madrid beim Champions-League-Finale dabei sein. Ist bekennender, glühender und verrückter Liverpool-Fan, fährt mit seinem Sohn. Hat er mir erzählt, er hat es irgendwie geschafft, an Karten zu kommen. Und er wird die Reds und er wird Jürgen Klopp unterstützen. Ausnahmsweise ist er dann mal für Rot, ansonsten ist er ja nur für Silber. So, da haben wir Ron Meadows noch mal groß im Bild. Hoffe, er bringt Jürgen Klopp Glück. Und jetzt die Hymne.
live gespielt von der Kapelle hier in Monte Carlo, die auch vorm Start schon die monegassische Hymne gespielt hat. So, wird jetzt mit Champagner gesprüht, ja oder nein? Das haben wir ja schon einige Male bei besonderen Siegerehrungen dann anders gesehen, dass man darauf verzichtet. Nee, man verzichtet nicht drauf. Zumindest Lewis Hamilton nicht. Wen jagt er denn da? Nico Rosberg. Haha, leider falsche Richtung. Links, Lewis, links. Jetzt hat er Paul Ripke erwischt. Nico Rosberg ist zur anderen Seite geflüchtet. Geistesgegenwärtig und immer noch schnell. Okay, dann erwischt er halt Toto Wolff und Bradley Lord. Ja, und der Fürst trinkt mal einen Schluck aus Sepps Pulle. Finde ich auch schön, aber die kennen sich, ich habe es ja gesagt, auch schon gut genug. Und auch das muss man ganz klar sagen, auch wenn wir wieder das Niki auf der Mütze sehen und vielleicht der eine oder andere denkt, mein Gott, was machen die denn jetzt? Das wäre in Niki Laudas Sinne gewesen. Das haben wir so oft gesagt an diesem Wochenende. Der hätte gesagt, Burschens, jetzt hört's auf und jetzt ist vorbei. Jetzt konzentriert euch und genießt und macht. Und wer gewinnt, darf auch feiern. Und auch ein Lewis Hamilton genießt und darf feiern, während Sebastian Vettel eher noch ein bisschen Smalltalk macht. Da haben wir auch noch ein bisschen was mithören können. Da ging es noch ein bisschen was um, ich glaube mal, um den Dresscode für das Dinner heute Abend. Fürs Dinner, da muss man ja wieder ein Smoking anhaben. So, nach dem Smalltalk kommt jetzt das Rennergebnis, die ersten 10. Christian Danner und ich sagen Tschüss aus der Sprecherkabine. Weiter geht's bei Florian König und einem doch noch trockenen Nico Rosberg und einem sehr, sehr nassen Toto Wolff. Aber wie gesagt, das Rennergebnis und dann die 3. Geh deinen Weg. Definiere dein. Das ist der Blick nochmal über den Hafen. Hinweis auf unser Gewinnspiel 01379 300. 300 gibt das Auto und 10.000 Euro obendrauf. Also schnell nochmal ans Telefon. Und jetzt, wie gerade angekündigt, hier unten bei uns Toto Wolff. Ah, jetzt geht's hier weiter. Der Sebastian gibt auch nochmal Gas. Jetzt möchte ich aber auch weg. Nur ein bisschen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum dürfen wir hier nicht Interviews machen, die müssen jetzt erstmal rüber. Gratulation zum zweiten Platz. Rufen wir dem Sepp noch nach. Jetzt erstmal, wie fühlt sich das an nach der ganzen Aufregung, nach dieser emotionalen Achterbahnfahrt, der Sieg von Lewis? Irgendwie ein weltmeisterlicher Sieg für einen anderen Weltmeister, der nicht mehr unter uns ist. Mhm. Und das ist genau so eine Fahrt, die der Niki geliebt hätte. Gegen alle Chance, weil der Reifen war 20 Runden vor Schluss fertig. Warum habt ihr den denn drauf gemacht? Das war ein Fehler. Wir dachten, dass du die Pace so managen kannst, dass du bis am Ende rollen kannst. Die kennen wir ja auch aus vergangenen Zeiten, aber der Max hat hinten stark Druck gemacht und deswegen ist das so haarig gewesen. Aber ich kann mich natürlich reinversetzen in Lewis' Situation. Das war so ekelhaft da draußen. Besonders der letzte Fahrer, den man dahinter haben sich, also hinter haben will, ist natürlich Max Verstappen, weil der wird es irgendwann versuchen. Und da kam es natürlich auch zum mega engen Duell. Da hast du schon ein bisschen gezittert in dem Moment, oder? Ja klar, ich kann es auch nachvollziehen. Er hat sich gedacht, diese Idioten haben mich auf diesen Reifen gegeben. Der hält einfach nicht. Und dann hast du den Max dahinter, der ein bisschen wild ist. Und mir war klar, dass er Ausgangstunnel das versuchen würde oder irgendein Wahnsinnsmann. Wirklich schwierig für Lewis, das Ganze zu parieren. Aber am Funk, wenn man ihn dann immer hört, Freunde, wie sieht's aus? Warum der Reifen? Er ist durch, ich kann nicht mehr und so weiter. Wie managt man den? Wie beruhigt man den? Wie gibt man dem auch die Sicherheit letztlich, dass es doch gehen wird? Du musst verstehen, dass du das Sounding Board bist. Du bist die Klagemauer. Und deswegen, das ist okay. Er soll sich ruhig auskotzen. Und man muss ihm gut zusprechen, dass er das kann, dass er die Fähigkeit hat und dass man einen Fehler gemacht hat und dass es jetzt nur an ihm liegt, ob wir das nach Hause retten können oder nicht. Aber das ist schon in Ordnung, dass sie sich ein bisschen auskotzen. Das ist auch nur sein Ventil. Das heißt nicht, dass er dann auf der Strecke auch so im Kopf ist. Auf der Strecke ist er immer noch Vollgas, Vollattacke. Ja. Hier kommt keiner vorbei. Ich kenne Lewis da. Ja, klar. Jetzt ist es der erste Nicht-Doppelsieg für Mercedes. Können Sie damit leben? Trotz allem? Ja, ich glaube, du musst schon am Boden bleiben und nicht völlig durchdrehen. Diese 5, 1 und 2 waren ein unglaublicher Rekord, auf den wir stolz sind. Und jetzt müssen wir ein Rennen nach dem anderen dazulegen, gut performen und hoffentlich um die WM fahren. Jetzt habe ich gerade gehört, Lewis Hamilton sei in den Swimmingpool gesprungen. Da unten ist nämlich die Interviewszone. Anscheinend, ja, er schwimmt also rüber zu den Interviews.
Er ist völlig außer Rand und Band, der Kollege. Das war aber auch eine wirklich also unglaubliche Leistung von ihm, das ganze Wochenende. Valtteri war eigentlich schneller, der holt die Pole, Rennen sensationell, das ist schon gigantisch, oder? Ja, absolut. Das war, heute hat er, das war sein Sieg. Und ob er dieses Wochenende klettert er auf Zäune und springt in Pools, das kann er alles machen. Kann er alles machen und hat sich das mehr als verdient. Also wirklich eine großartige Leistung. Und bin jetzt, trieft das Wasser aus dem Rennoverall. Ziehen Sie sich eigentlich jetzt um oder bleibt das? Ist das sozusagen wie so ein Ehrenzeichen, was man mit sich trägt, jetzt diesen Champagner? Ich sag mal Geruch, um es freundlich zu sagen. Nein, das klebt. Vielleicht behalten wir das Hemd, weil es ein ganz besonderer Sieg war, ja, auch für den Niki. Aber ich hänge es mir nicht zu Hause auf. Okay, danke schön, Toto Wolff. Und Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite. Danke. Tolles, tolles Rennen. Hat sehr viel Spaß dazu zu schauen. Hat es gemacht. Und guck mal, du bist weggerannt. Hast ihn gerade noch vermieden. Hast du gedacht, er geht auf dich los oder wolltest du nur einfach dich in Sicherheit bringen? Ich stand halt mitten im Weg, ja, weil ich natürlich als erster gesehen habe, was er vorhat. Ich stand mitten im Weg da drüben, aber dann, Gott sei Dank, hat er mich nicht als Zielscheibe mal gehabt. Mal gucken, sondern, ob ich dich irgendwo... Sondern, doch, ich bin da, direkt da. Da links. Aber er hatte dann seine Freunde da im ja, zum Glück, in ja. Sicht. Ja, also mir würde natürlich nicht die Champagner übergeben. Ja, da hat er Besseres zu tun. Wenn der Torero am Boden liegt, dann kommen die Helfer mit den anderen roten Tüchern, um den Stier irgendwie in die andere Richtung zu lenken. Wir gucken mal auf den Start. Da blieb es ja erst ja, relativ ruhig. Zumindest ist nichts passiert. Allerdings war der Max schon daneben. Ne? Ja, aber sieht nur so aus. Er hätte nicht versuchen können. Das hätte zum Crash geführt. Lewis hat einen super Start. Eigentlich alle. Alle waren eigentlich sehr geordnet da in der ersten Kurve. Und da war das Rennen eigentlich dann. Wir marschieren jetzt hier langsam mal weg, während wir die Szenen noch sehen. Denn hier auf Startziel ist jetzt wirklich Ruhe. Jetzt marschieren wir durch die Boxengasse dann gleich Richtung Fahrerlager und wollen dann natürlich noch ein bisschen über dieses Rennen reden. Charles Leclerc, den haben wir vorher thematisiert, der hatte dann mehrfach es geschafft, den Raskas Jungs zu überrumpeln. Erst Norris, dann war es Grosjean, aber dann bei Hülkenberg war Schluss mit lustig. Ja, aber das war auch echt cool zu sehen, wie er so seine Mentalität geändert hat fürs Rennen. Und er sagt, heute gehe ich einfach viel mehr Risiko als sonst, weil ich muss es versuchen. Und es ging auch einmal, zweimal, dreimal richtig gut, sensationell. Ja. Und beim vierten dann leider nicht. Aber so ist es halt, er muss es versuchen und dann manchmal passiert es dann und kommt so halt hier in Monaco. Dadurch der Reifenschaden, der dann letztlich viel zerstört hat an seinem Auto, hat er da einen Fehler gemacht? Ist er da zu schnell gefahren? Hat er einfach gesagt, ich muss das Auto so schnell wie möglich zurück in die Box bringen, egal was passiert? Nein. Also das klar muss er da versuchen, schnell zur Box zu kommen. Also das war schon alles richtig. Er kann auch nicht richtig einschätzen, wie es da aussieht jetzt gerade da hinten. Das weiß er ja nicht. Ja. Von daher alles richtig gemacht. Auch die Aktion war richtig, dass er es probiert. Ist er leider in die Hose gegangen heute. Aber natürlich für ihn als Heimrennen hier, er war so schnell am Wochenende. Das ist schon extrem hart, dann so eine Niederlage. Ist eine bittere Geschichte für ihn, ohne Frage. Wir wollen gleich natürlich noch drüber sprechen, was dann durch die Safety-Car-Phase ausgelöst war. Auch den Boxenstopp von Max Verstappen hören, aber vorher hören wir eben Charles Leclerc. Erste Reaktion nach dem Rennen. So, Charles, how difficult to get over Charles, the weekend wie schwierig ist es, über so ein Wochenende wie dieses hinwegzukommen, speziell den ersten Heim-Grand Prix mit Ferrari? Ja, leider habe ich das Rennen nicht zu Ende fahren können. Seit ich hierher gekommen bin, habe ich nie ein Rennen zu Ende gefahren beim Heim-Grand Prix. Letztes Jahr gestoppt, dieses Jahr gestoppt. Das ist natürlich schade. Sehr enttäuschend. Der 15. Platz in der Startaufstellung war nicht unsere Position. Ich musste deshalb Risiko gehen heute. Leider war das Rennen jetzt erstmal nicht zu Ende damit Raskas, aber dann doch. Also immerhin nicht ganz ohne irgendwelche Erfolgserlebnisse aus Monaco abreisend, beziehungsweise das Rennen beenden, Charles Leclerc. Ja, der muss halt auch noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen in der Formel 1, oder wie siehst du das? Ja, aber das ist ja Lehrgeld beim Team jetzt gewesen und nicht bei ihm. Was die Qualifikation angeht, ja. Ja, aber auch im Rennen hat er alles richtig gemacht. Er muss Risiko gehen. Das hat er auch angesagt. Aber in Raskas? Alles richtig gemacht. Ja, hast du schon mal in Raskas überholt? Nee, eben, deswegen. Aber er war ja wirklich eben daneben. Weil man eigentlich sagt, da geht's nicht. Doch, er hat's auch super gemacht, die Runde davor schon auf dem anderen. Ja. Und er hat's ein bisschen unterschätzt und ist mit dem rechten Hinterrad hängen geblieben, ja, innen an der Barriere. Aber sonst war alles richtig, so muss man es machen, war super.
Also du würdest sagen, weiter so, weiter aggressiv fahren, weiter Chancen nutzen. Nicht immer, aber wenn du in Monaco 16er startest, dann schon, volle Attacke. Alles, du was kannst geht. Eigentlich nichts mehr verlieren aus der Position, hast völlig recht. Danach eben dann Safety Car und dann sind alle rein zum Boxenstopp. Und Max Verstappen hat das super genutzt, wurde aber bestraft, 5 Sekunden obendrauf für Unsafe Release. Wie siehst du die Szene? Ja, die können den da nicht rauslassen. Gerade in Monaco ist es nicht erlaubt, Seite auf Seite zu fahren. Und das war echt heftig, weil da bringst du Menschen in Gefahr, in der Boxengasse hier. Und deswegen finde ich echt diese 5 Sekunden zu klein, die Strafe. Ist für dich zu wenig? Ja, weil das war heftig. Also das ist zu wenig. Und dadurch war natürlich auch für Valtteri das Rennen letztlich durch, ne? Ja, ja, klar. Da hat der Valtteri sehr viel verloren dann daran. Musste noch mal rein wegen seinem Platten. Und somit war er dann auch hinterm Sebastian nachher. Aber Sebastian ist jetzt Zweiter geworden. Das ist ein, sagen wir mal, ein tolles Ergebnis für Ferrari, wenn man sieht, wo sie herkommen, was auch am Qualifying los war, was sie für einen Zeitabstand haben auf Mercedes. Nur das spiegelt, glaube ich, nicht den wirklichen Leistungsstand wider, oder? Nein, es ist jetzt so ein Aufatmen, dieses Resultat, weil es ist ein okayer, also guter zweiter Platz. Ja. Das ist in Ordnung. Aber nichts hat sich daran geändert, dass die echt mit dem Auto Probleme haben gerade und sehr weit weg sind von der Pace. Und insgesamt das Team einfach nicht rund läuft. Ja? Weder das Management, noch das Auto, noch Strategie, noch die Fahrer. Alles ist irgendwie ein bisschen durcheinander gerade. Jetzt können wir Sebastian Vettel zum Interview hören oder beim Interview hören. Er ist gerade bei Kai. Sebastian, eine ganze Menge passiert. Das alles in eine Frage zu packen, gelingt mir nicht. Aber mit Sicherheit passt es in eine Antwort. Ja, mit Sicherheit war es für uns heute ein gutes Ergebnis. Mit dem zweiten Platz, glaube ich, konnten wir in dem Sinn nicht rechnen, aber kein einfaches Rennen. Ist dann doch sehr viel passiert. Wir konnten hauptsächlich profitieren von den Fehlern der anderen. Hinten raus hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Druck gemacht, weil ich gesehen habe, dass Lewis vor allem sich schwer getan hat mit den Reifen, mit den Vorderreifen. Aber auch Max hat ein bisschen Graining. Aber ich tat mir dann schwer, mit meinen Reifen, mit den Hinterreifen sie auf Temperatur zu bringen. Also war es deshalb nicht ganz einfach mitzugehen, gerade die letzten Runden, obwohl ich eigentlich das ganze Rennen mehr Tempo hätte gehen können. Aber ich glaube, der Lewis hat da vorne einfach sein Tempo gemanagt, dass er bis zum Schluss vorne bleiben kann. Gratulation. Aber ich glaube, alles in allem sind die letzten Gedanken doch heute und das ganze Wochenende, wie das ganze Wochenende bei Niki und seiner Familie. Deswegen. Glaube ich, war es heute ein Rennen für ihn und er wäre mit Sicherheit zufrieden gewesen mit dem Ergebnis. Ich denke, man kann ihn nicht genug loben. Ich denke, was er erreicht hat, ist einmalig, aber vielmehr, glaube ich, fehlt der Mensch. Ich glaube, alles das, die Werte, für die er gestanden hat. Die Sorte gibt es leider nicht mehr so viel und ich bin ja eh so ein Nostalgiker und da kommt auch nicht so viel nach. Also wird er uns fehlen, aber mit Sicherheit wird er immer in unseren Herzen getragen sein. Geist und Spirit von Niki war denn heute bei Ihnen im Cockpit mit dabei? Ein bisschen gezähmt, würde ich sagen, weil ich glaube, der Niki hätte mehr Programm gemacht. Aber ich habe probiert, was geht, um Druck auszuüben, die zwei da vorne einen Fehler zu hetzen. Es hätte ja fast noch funktioniert mit dem Max da, mit seinem Manöver. Ich habe mir dann gedacht, okay, ohne dass ich es gesagt bekommen habe, wusste ich aber sofort, ab wann er Bescheid wusste, dass er eine Strafe hat, weil dann ging das DRS jede Runde auf und hat versucht, den Druck auf den Lewis zu erhöhen. Aber der Lewis macht dann keine Fehler und hat das sehr gut gemacht. Zum Schluss, ich habe es nicht ganz dann gesehen, ich war ein bisschen weit weg mit den Überrundeten, war es dann ein bisschen schwierig, aber als dann der Max angegriffen hat, weiß ich nicht, ob das so geklappt hätte, aber mir war klar, dass er zum Ende des Rennens das auf jeden Fall nochmal probieren wird. Ich dachte dann im ersten Moment, okay, vielleicht habe ich ja jetzt Glück und gewinne das Ding noch, aber so kam es dann nicht. Ich denke aber, dass wir mit dem zweiten Platz doch zufrieden sein können. Nach den Enttäuschungen, nach den Frustrationen in den letzten Tagen, auch in den letzten Wochen, wie gut tut das, heute hier wieder auf dem Podest zu stehen? Ja, ich denke, es ist Monaco. Ich denke, wir wissen, dass wir im Moment nicht den Speed haben, um ganz vorne mitzugehen. Im Rennen, glaube ich, waren wir dritte Kraft, aber haben es doch geschafft als Zweite. Durchs Ziel zu fahren. Ich denke, wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Jetzt kommt Kanada. Ich glaube, das könnte vielleicht eine bessere Strecke für uns sein. Aber im Moment ist Mercedes klar das Maß aller Dinge und geben den Ton an. Wir arbeiten sehr hart. Von heute auf morgen kann ich nichts versprechen. Die Lücke ist doch recht groß. Aber wir arbeiten sehr hart und mit Hochdruck daran, die Lücke zu schließen und den Spieß möglichst bald rumzudrehen, dass es nicht zu langweilig wird. Das war das komplette deutschsprachige Programm von Sebastian Vettel.
Dankeschön, Kai. Und hier bei Mercedes gibt es den Champagner. Also da ist man in Feierlaune, selbstverständlich. Das waren ziemlich realistische Aussagen von ihm, ne? Also da sieht die Situation nicht irgendwie geschönt und durch die rosarote Brille. Nee, das ist klar, weil so schon allein hier in Monaco fehlten eine halbe Sekunde pro Runde auf Mercedes im Rennspeed. Das sind Welten, also das ist unglaublich. Und da ist der Sebastian jetzt halt sehr, sehr realistisch. Da ist so, also da kommt viel Arbeit auf die zu, wenn die das noch wieder ändern wollen dieses Jahr. Und er hat ja ein bisschen so die Hoffnung geäußert, dass Kanada passen könnte. Da geht es geradeaus und da muss man hart bremsen, in Schikanen rein. Und geradeaus fahren kann der Ferrari ziemlich schnell. Ja, im geradeaus fahren sind die Sensors, da sind die Weltmeister. Wenn es nur geradeaus geht. Das kann man so sagen. Ja, aber sobald eine Kurve kommt, geht nichts mehr. Naja, das war jetzt aber nicht sehr schön, oder? Das hast du gesagt. Ich habe es eingeleitet, du hast es so vollendet. Ja, aber nee, zu Ende reden. Kanada, klar, viele geradeaus, also viele, wie sagt man, geraden. Ja. Aber auch viele langsamen Kurven. Ja. Und da ist halt wieder dann total schwierig für die. Von daher, klar, ein bisschen besser wird schon sein. Aber ob die da dann auf Mercedes-Level sein können, glaube ich eher nicht. Jetzt wollen wir Lewis Hamilton hören, der Kai Ebel vors Mikrofon geschwommen ist. Lewis, today you had to be a fighter. Lewis, heute mussten Sie ein Fighter sein, ganze Distanz überstanden, ganz spezielles Wochenende für Sie. Wir brauchen jetzt eine echte Lewis Hamilton-Analyse dieses Rennens. One of the hardest races I can remember. Das war sicher eines der härtesten Rennen, an die ich mich erinnere. Ich hatte wortwörtlich keinen Reifen mehr übrig, und zwar über viele Runden. Ich kann das nicht ausdrücken, wie hart es war, das Auto auf der Strecke zu halten. Runde für Runde kannst du nichts tun, du kannst daran nichts ändern. Hinterher, alles was du machen kannst, ist einfach durchhalten, weitermachen. Irgendwann hatte ich so viel Druck, speziell im mittleren Sektor, da habe ich gedacht, ich muss alles geben, was ich habe. Keine Knöpfe, nichts mehr da, was ich noch hätte versuchen können. Ich konnte nur vermeiden, dass ich Fehler mache. Ich wäre auch 25 Mal fast gecrashed. Mindestens. Und die Tatsache, dass ich immer noch in einem Stück hier stehe, und wenn man sich die Zeiten anschaut, die Rundenzeiten, ja, da habe ich gedacht, 40 Runden sind noch zu fahren und die Reifen sind schon hinüber. Und dann gingen sie wirklich gar nicht mehr und dann waren noch 20 Runden zu fahren. Und dann habe ich gedacht, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, dass ich bis zum Ende schaffe, ohne dass ich in die Wand fahre. Aber ich musste einfach das Vertrauen behalten und obwohl das Team hinter mir steht, war ich da ganz alleine. Ich konnte nichts machen. Die konnten nichts machen, ich konnte nichts machen. Ich wusste, es hängt wirklich nur an mir. Und da habe ich mir nur gesagt, was würde Niki in dieser Situation getan haben? Da habe ich gedacht, ich muss das schaffen für Niki. Ich weiß, dass du zuschaust, Niki. Und dank dem lieben Gott und Niki habe ich das geschafft. Wunderschöne Worte von Lewis Hamilton. Und du hast das, wir haben ja zusammen geschaut, auch oft gesagt, er kommt kaum noch um die langsamen Ecken. Ja, wie der in der Löwskurve da gerade noch so rumschleicht und so weiter. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Reifen dann so durch waren, dass er sagte, fast 25 Mal wäre ich fast gecrashed. Unfassbar, ne? Ja, das war auch wirklich so. Das hat man gesehen. Die Reifen waren weg. Also da war nichts mehr drauf. Und wenn das dann ist, dann fallen die Temperaturen auch auf den Reifen. Und dann wird es noch schwieriger und noch schwieriger. Und die Vorderräder fangen an zu blockieren. Und so weiter. Aber dass er gerade in den Momenten an Niki gedacht hat und was würde Niki heute tun und da wieder die Motivation rausgezogen hat, das ist echt sehr, sehr schön. Ist toll. Also es ist wirklich eine runde Geschichte. Für Max Verstappen nicht ganz so. Natürlich war das Auto konkurrenzfähig und er war ganz, ganz nah dran. Am Ende war aber nicht auf dem Podium. Was er dazu sagt, hören wir jetzt. Max, also wenn heute jemand richtig für Action gesorgt hat und auch uns im Fernsehen was beschert hat, dann mit Sicherheit Sie. Die Frage ist, wie gut können Sie mit all dem und dem Ergebnis am Ende leben? Natürlich schade von den Ergebnissen, weil ich glaube, das ganze Rennen war natürlich richtig schnell. Aber ich glaube, wir haben gar nichts falsch gemacht, durch das Team gar nichts. So, es ist schade, dass es passiert ist und dass wir dann eine Strafe bekommen haben. Max, danke für die gute Unterhaltung. Diese Situation da mit diesem Unsafe Relief, da kann man jetzt drüber streiten. Da gibt es auch viele verschiedene Meinungen drüber. Wie sehen Sie die Sache?
Ja, natürlich überall vorne, aber ja, am Ende aber da natürlich touchiert und das ist vielleicht dann natürlich die, dass ich da ein Penalty bekommen hat, aber ja, es ist so. Ich glaube, das Team hat gar nichts falsch gemacht da. Das war unsere einzige Chance, um natürlich dann Zweiter zu werden und ja, aber eine Strafe bekommen, das ist schade, aber ich glaube, das ganze Rennen war aber richtig stark. Max, ganz am Ende haben Sie es nochmal versucht, Lewis Hamilton zu überholen. Es gab einige Stimmen, die gesagt haben, dass es unfair gewesen sei, das Manöver. Wie haben Sie es gesehen? Ich glaube, ich hatte ja eine Chance und es war natürlich spät, aber ich glaube, ich würde es immer versuchen. Und natürlich am Ende hat es dann nicht geklappt, aber wir sind dann beide wieder weitergefahren ohne Probleme. Ich würde es immer wieder versuchen. Hat er recht, oder? Ja, das wollen wir ja auch sehen, oder? Ja, das, deswegen finden wir den doch auch so klasse. Aber gerade in der Zeitlupe jetzt, das war schon noch eine ganze Touchierung. Ja, ja. Das war nicht ohne. Also da kann der Lewis auch noch mal schnell einen Platten von bekommen. Genau, wenn die sich irgendwie anders treffen, dann sind vielleicht beide draußen und dann gewinnt tatsächlich Sebastian Vettel. Das wäre doch heute auch nicht schlecht gewesen. Hätte passieren können. Wir schauen auf die WM-Stände und die sind ziemlich eindeutig silbern. Also Hamilton 137 Punkte, Bottas 120 Punkte, ist also die Fahrerwertung. Vettel dann 82, Verstappen 78, dann zu Charles Leclerc schon eine Lücke, Gasly 32 und so weiter und so fort. Und bei den Konstrukteuren... Ja, wollen wir uns das anschauen? Vielleicht lieber nicht, oder? Wir können ja nicht die Augen vor der Realität verschließen. 257 zu 139 und Red Bull 110. Also, das ist sehr, sehr deutlich. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Dann sind wir wieder hier in Monaco nach dem Sieg von Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas. Es gibt noch ein bisschen was zu erzählen und für Sie auf jeden Fall was zu gewinnen. Viel Erfolg und bis gleich. Und jetzt können Sie gewinnen. Zurück in Monte Carlo nach dem Sieg von Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel, Valtteri Bottas und Max Verstappen. Wir sind wieder auf der Red Bull Energy Station und wollen Ihnen sagen, Gewinnerin oder Gewinner bei unserem Gewinnspiel, also es ging um den Ford Fiesta ST im Wert von 28.500 Euro und 10.000 Euro in bar, auf der Videotextseite 265 verkündet werden. Also da mal drauf schauen, ob da Ihr Name steht, dann sind Sie auch ein Gewinner des heutigen Tages. Jetzt ist noch ganz, ganz wichtig, unser Expertentipp. Auch da schauen wir noch mal drauf. Nico? Ja. Warte mal, wir warten auf die Einblendung. Da sieht es nicht ganz so gut aus. Ja, warte. Ich glaube, der Glock bleibt vorne. Kriege ich sicher gleich wieder eine WhatsApp. Also Timo mit... So, Punkte dazu heute. Ja, also 21 ist Glock, dann 17 Rosberg und... Den Christian hängt der ab langsam. Ist der Timo schon wieder so weit voraus? Das gibt's ja gar nicht. Der hat es aber drauf, oder? Weißt du, was der gemacht hat? Der hat mich heute angerufen, beziehungsweise eine Sprachnachricht geschickt, ob ich ihm irgendwie unauffällig deinen und Christians Tipp vorab geben könnte. Das gibt's nicht. Ich habe das ist aber ein schlauer Hund, mit, ne? Darf man das sagen, ja, oder? Mit Nein geantwortet. Also, das ist fair. Ja, finde ich auch. Danke dir, Nico, für den heutigen Tag. Es war ein Tag sehr emotional, mit viel auf, mit viel ab. Und er endet für uns alle natürlich jetzt noch mal traurig. In 14 Tagen dann Kanada, aber wir widmen natürlich die heutige Übertragung einem Mann, den wir nie vergessen werden, Niki Lauda, der eine riesige Legende der Formel 1 war und immer bleiben wird. Alle erinnern sich an die großen Zeiten, als er hier gewonnen hat in Monte Carlo. Und diese Bilder, die wir jetzt sehen werden, werden wir nie vergessen, ganz bestimmt. Ich sehe sie leider nicht bei mir auf dem Monitor. Also ich hoffe, die laufen bei Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer. Also ich würde gerne jetzt die Niki Lauda-Bilder dann auch sehen. Da haben wir sie. Also, wir sagen Servus, Legende. Servus, Niki. Traurig, dass er am Montag von uns gegangen ist mit 70 Jahren. Mittwoch ist die große Beerdigung bzw. Trauerfeier in Wien. Wir werden ihn immer in unserem Herzen behalten und sagen Dankeschön für Ihr Interesse heute. Wir werden in seinem Sinne weitermachen, Nico. Das steht fest. Niki hat immer gesagt, nach vorne schauen, und das machen wir. Sagen Servus, Legende. Servus, Niki Lauda.